Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen, willkommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Rollercoaster Tycoon World hier in Manzi World. Ja, wer alles richtig erkennen kann, ja genau, ich habe etwas Neues angefangen. Warum? Ich wollte einfach mal raus aus dem Story-Modus rausgehen und wir haben jetzt einfach mal hier am Ende des Highways mitten im Nevada, wie es aussieht. Ich stell mir jetzt mal einen Park. Und ich habe mir nur ein paar Sachen geholt. Ich habe nicht unendlich viel Geld oder sonst irgendwas. Ich habe auch nicht alle Attraktionen. Die habe ich mir jetzt ein paar nur noch freigeschalten gehabt. Auch nur noch ein paar Achterbahnen. Ich habe nicht alle, wie zum Beispiel die Bodenlose nicht, die Stutzen nicht. Die sind ab, habe ich nicht. Und sonst nur ein paar wenige. Ja, aber ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an. Ja, und ich sag mal, wir fangen erstmal schön hier an, schön locker vom Hocker. Und ich weiß nicht, ich glaube, M wird wohl zu wenig sein an Größe. Ich weiß nicht, ob ihr da die ganze Zeit seht, ob hier wer hier spielt. Manchmal ist es nervig, manchmal geht's schon. Und zwar, wir machen hier erstmal einen schönen Weg. Aber den möchte ich mal, geht das nicht, dass man den hier ja nicht, dass man den nicht so gerastert macht? Okay, gut. Dann eben nicht. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal noch so einen Bezirk, Platz hier, als zentraler Ort. So. Das passt doch wunderbar. Zwar passt der Boden jetzt nicht ganz so rein, aber ach, scheiß drauf. Man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Wollen wir mal nicht den richtigen Boden auswählt. So, schnell mal noch den Rundumweg hier geändert an der Farbe. Wir haben hier noch Gullilöcher, das ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen, dass es sowas hier gibt. Und ich würde den hier als zentralen Ausgangsplatz nehmen, sagen wir es mal so. Und von hier aus eben dann die verschiedenen Wege noch abzweigend gehen. Und eben hier in die Mitte ein paar Geschäfte reinmachen. Ein bisschen essen und trinken. Dann kann man sich so schön gemütlich in die Mitte reinsetzen. Ich glaube mal, das ist doch schön. Wenn es bloß Platz hätte. Hey! So, am Anfang soll man eigentlich nochmal so von der Schaukel her geflasht werden. Ich glaube, das ist schon eigentlich eine gute Idee, wenn am Anfang nochmal so ein schönes Schaukelchen ist. Aber wir müssen eben dann mal Go machen, weil sonst haben wir hier keine Leute, die kein Einkommen, und wir haben schon tausende von Sachen aufgebaut. Ich glaube, es ist nicht ganz so das Beautifulste von allen. Und das passt nicht. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das nicht gedacht. Huhu. Ach nee, das passt okay. Gut, und dann hier natürlich noch den die Warteschlange. So, nicht den Einweg. Ich weiß nicht, was ich genommen habe. So. Ein ganz kleiner, schöner Weg. Und dann können wir vielleicht hier noch ein bisschen Deko machen. Aber ich glaube, wir lassen mal kurz die Zeit ein bisschen laufen. Ach, das ist schon offen. Okay, gut. Was haben wir hier so schönes an Deko-Elementen? Vielleicht irgendwas Kindliches. Also ich würde hier so einen schönen Bogen vielleicht noch hinmachen. Der ein bisschen riesig ist, finde ich. Vielleicht so ein blauer. Der passt viel besser hin. So, ich habe ein kleines bisschen schon mal jetzt gerade gebaut. Und ich finde doch, das sieht bisher eigentlich relativ okay aus. Ich bin ja kein Typ, der jetzt relativ viel auf die Deko ausgeht. Weil ich das überhaupt nicht kann. Aber ich glaube mal, das, was ich hier schon mache, das wird schon funktionieren. Dass es nicht ganz so schlecht aussieht, hoffe ich mal. Aber mir fällt gerade ein, dass ich überhaupt vergessen habe, die Waschmaschine anzumachen. Die wollte ich jetzt noch machen. Und es wird langsam echt zu spät dafür. Wir haben 17 Uhr gerade bei mir. Weil ich habe noch relativ viel Wäsche zu machen. Aber das wird, glaube ich, schon... Oh, Beeinflusser kommt. Ah, stimmt, wir haben noch keine Souvenirs. Und dann möchte ich eben so ein paar Kindersachen. Und ich glaube, man, damit komme ich relativ gut voran, wenn ich noch ein paar Kindersachen mache. Und zwar findet man das... Oh ja, Parkservice. Den Infostand könnte man natürlich noch hier so schön hinbauen. Davon habe ich ja auch nur noch den Rohbau. Aber das passt ja gut hier hin. Also kann man es ja auch groß bauen. Aber ich glaube, die Toilette passt hier nicht hin. Nee, sie passt hier hin. Aber nicht hier drüben hin.
Das ist natürlich nicht so richtig nice. Dann können wir vielleicht nur so einen Rohbau bauen. Aber davon vielleicht sogar gleich zwei. Ja? Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Klar ist es keine Toilette jetzt für Stück hier so eine Stück für Stück Toilette. Ich weiß, aber YOLO. Also ist ja wirklich so. Ich bin nicht derjenige, der so unbedingt Stück für Stück baut, weil es ist doch sehr, sehr anspruchsvoll. Vielleicht machen wir das ja noch später. Das können wir natürlich noch ganz, ganz gerne machen. Aber jetzt im Moment erstmal nicht. So. Die Ballons können wir hier noch hinbauen. Und vielleicht noch was anderes. Hier so T-Shirt. Oh, warum bin ich so weit weg? Die passen wohl jetzt nicht mal hier hin durch den Eingang. Ah, guck mal hier, die Hüte passt noch wunderschön hier hin. Geil. So, wir hätten hier noch einen Platz hier frei, aber ich weiß gerade nicht, was ich nehmen soll. Wir haben ja jetzt alles so einigermaßen. Natürlich kommen hier noch die Hausmeisterstellen und sowas, kommt noch alles hier hin, keine Angst. Aber ich würde mal sagen, das ist erstmal okay so. Wir müssen jetzt erstmal noch die Wege bauen für die Leute, die hier arbeiten. Und da können wir ja noch hier einen wunderschönen Bogen machen. Zutritt verboten. So, und da gehen die Besucher nicht vorbei. Und deswegen machen wir das hier hin. Dann werden die Besucher nicht hier tadellos im rumlaufen hin und her. Und dann müssten aber unsere Leute müssten eigentlich hier rumlaufen. So, die Frage ist natürlich, ob hier der Sanitäterstand die Leute rein müssen oder nicht. Das können wir dann später noch mal gucken. Wenn ja, haben sie Pech. Wenn nicht, dann okay, dann ist alles supi. Und wir bauen mal eine zweite Attraktion, weil sonst lohnt sich das überhaupt nicht, in unseren Park zu kommen. Wir haben hier vorne die Familienattraktion, obwohl ich hier die Kinderattraktion hinbauen wollte, fällt mir gerade so ein. Da bauen wir einfach das hier nur. Ach du Scheiße, ist das groß. So, mein Park ist 10.000 US-Dollar wert. Das freut mich doch sehr. Ich hoffe, das ist was Positives. Eigentlich ist es ja auch was Positives, aber ich frage mich gerade, welchen Weg ich hier drüben genommen habe. Den hier hatte ich. So, und jetzt tun wir ja auch mal hier ein bisschen Deko noch hin. Das wird hier so ein kleines. Ja, wie nennt man das? Kinderobjektding. Deswegen alles Mögliche Schöne. Jetzt hier hinbauen. So, dieser komische Typ ist jetzt bei uns angekommen. Ich hoffe, das ist was Gutes. Also, es ist ja was Gutes, aber ob er auch Gutes findet, ist so die Frage. Weil versteckt ist das Zeug ja überhaupt nicht, deswegen. Wir wollen mal hoffen, dass er es findet. So ein bisschen Deko ist ja hier wunderschön. Hier drüben muss noch so eine hier hin. Hier kommt noch hier was hin und hier noch rote. Ja, es ist okay. Ich glaube, meine Kinder würde ich nicht unbedingt dorthin schicken, aber es ist schon okay. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, wir haben hier noch ein Balltree. So, wir müssen mal hier ein paar Lichter noch hinstellen. Der Beeinflusser war erfolgreich. Also, die Sache mit dem Beeinflusser war erfolgreich. So, wir müssen mal gucken. Ich frage mich gerade, ob die Angestellten hier irgendwie warten auf Anweisung. Oh, da ist er. Hallo. Ich möchte eigentlich die angezeigt bekommen. Oh, da ist der ein. Doch, da kommen. Also doch, das funktioniert. Das ist doch gut. Oh, das funktioniert nicht. Hey, okay, gut. Ich sage jetzt mal, das Ding funktioniert. So, wir machen im Moment plus minus 0. Und deswegen machen wir mal kurz hier ein bisschen teurer. Die Leute empfehlen weiter, auch wenn der Park hier überhaupt noch nichts groß zu bieten hat. Trotzdem empfehlen sie weiter, das ist doch schon mal gut. Jetzt müssen wir uns mal auch nebenbei überlegen, was können wir jetzt eigentlich nebenbei machen. Also hier vorne haben wir das Kinderparadies. So, und dann haben wir ja noch Achterbahn, wir haben noch Familienattraktion, wir haben Nervenkitzel, wir hätten spezielle Gebiete mit Piraten und sowas. Und das würde ich eben gerne einteilen, dass wir eben hier Piraten, da drüben, was haben wir noch so schönes? Western haben wir ja eigentlich noch.
Habe ich aber anscheinend nicht. Ich habe wenig freigeschalten, allgemein. Vielleicht kommt das ja noch nach und nach. Also ich würde zufrieden sein, wenn wir im nächsten Part uns schon mal die Kanonenkugel holen können. Die ist nicht gerade klein. Ich weiß, dass wir die schon mal als erste Achterbahn bei uns im Park haben. Müssten wir zwar einen Haufen kletten und sowas, aber ich glaube mal, das kriegen wir schon hin. Ja, und ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mindestwort. Ciao, ciao.